Hallo ihr lieben coolen, süßen, verrückten und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon oben im Titel lesen könnt, es geht dieses Mal um Do-it-yourself-Geschenke von Kindern für Oma, Opa, Mama, Papa, Onkel, Tante. Und zwar Last Minute. Ich habe für euch drei richtig einfache und trotzdem richtig niedliche, schöne Geschenkideen, die ihr mit den Kindern zusammen basteln könnt und verschenken könnt zu Weihnachten. Fangen wir an mit der ersten Geschenkidee. Das Einzige, was ihr dazu braucht, sind Pinsel, Farbe und eine Leinwand. Und das bekommt ihr eigentlich alles aus dem Bastelladen oder von Amazon. Ich finde die Idee eigentlich so niedlich, wenn Kinder alleine eine Leinwand bekritzeln dürfen. Manchmal kommen da richtig schöne Kunstwerke raus, wie zum Beispiel in meinem Fall. Diese Leinwand kann sich wirklich blicken lassen. Oder was meint ihr? Meine zweite Do-it-yourself-Last-Minute-Geschenkidee sind Schrumpffolienbilder. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist Schrumpffolie, eine Schere, ein Locher und Edding-Pilzstifte. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Als allererstes müsst ihr eine Form vorzeichnen. Ich habe mich jetzt für einen Stern, also etwas sehr, sehr Weihnachtliches, entschieden. Das schneidet ihr dann einfach aus. Macht schon mal ein Loch zum Aufhängen rein. Und dann braucht es eigentlich noch den Kindern vor die Nase halten und die fangen schon wie wild an, drauf rumzukriechseln. Das Ganze wird dann bei 170 Grad geschrumpft. Kann sich doch sehen lassen, oder? Und wenn ihr jetzt noch einfach einen schönen Faden oder ein schönes Geschenkbandeau macht, kann man das als kleine Anhänger benutzen. Wie zum Beispiel in diesem Fall für den Weihnachtsbaum. Ich mache diese Anhänger tatsächlich jedes Jahr mit meinen Kindern zusammen und verschenke die. Ich schreibe dann immer noch ein Datum dazu, damit Oma und Opa wissen, wann denn das Kind das gezeichnet hat. Und das ist ziemlich spannend, weil Juna malt heute noch Krickelkrake, aber in einem Jahr kann sie vielleicht schon ein bisschen besser malen und dann sieht man so auch ein bisschen, wie sie sich entwickelt hat die Jahre hin. Meine dritte Do-it-yourself-Last-Minute-Geschenkideen von Kindern ist die bemalte Tasse. Einfacher geht es, glaube ich, nicht. Du brauchst nämlich nur eine Tasse zum Bemalen und Porzellanstifte. Und dann geht es eigentlich schon los. Drücke die Stifte einfach deinen Kindern in die Hand und lass sie wild drauf rummalen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Tasse für den Opa gestaltet. Das wird dann Opas neue Kaffeetasse. Und die Tasse wird dann bei 160 Grad für ca. 25 Minuten gebacken. Danach ist die Farbe in die Tasse eingebrannt und ist somit auch geschirrspülmaschinenfest. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren schon so viele Tassen und Schüsseln bemalt und die kamen bisher immer alle super gut an. Ich hoffe, euch haben die Ideen gefallen. Es wird nämlich noch bald einen zweiten Teil dazu geben mit noch drei weiteren super coolen Last-Minute-Do-it-yourself-Ideen von Kindern für Oma, Opa, Tante, Onkel, Tante. Tante habe ich zweimal gesagt. Egal, ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich habe euch ganz lieb. Bye, bye.